Ja. Ich fange jetzt nicht mehr meine Folgen mit so an, sondern mit wird ein neuer Running Gag, glaube ich. Könnt ihr ruhig mal hochdaumisieren, wenn jemand mögt. Nein, bitte nicht. Mich stört ja selber mein So und mein das stört mich ja selber. Also das sieht nicht nach Wischneue aus, sondern nach einem Platz, den man besucht, wenn man ein Scharfschützengewehr hat. Stimmt eigentlich meine Richtung noch? Ja. Hier gibt's hier gar nichts. Was ist denn das? Ist das schon Wischneue? Oder ist das die geheime Stadt? Und was ist das alles in der Wiese? Sind das Büsche? Gott, wie gern hätte ich jetzt ein Fahrrad. Nein, das sind Steine. Keine Zombies. Dann bin ich wohl der Erste dort. Da sehe ich sogar ein Schild. Hohe. Das könnte sogar Wischneue. Ja, das ist schon Wischneue. Sehr gut. Dann schauen wir mal, wo da ziemlich zentral müsste das Auto stehen. Ich komme von einer V-Kreuzung. Keine Ahnung, da hinten. Ah, jetzt zieht er. Lauf. Das müsste irgendwo am Straßenrand dann stehen laut der Map hier. Was mir gerade so auffällt, wenn ich hier ein Auto finde, hier ist überhaupt nichts zum Reparieren. Scheiße! Das ist natürlich nicht so gut. Da hinten. Ah, V-Kreuzung. Okay, stimmt sogar. Hier ist die eine Straße und hier ist die andere. Dann müsste an dieser Straße müsste das Auto dann irgendwo sein. Da ist es nicht. Hier auch nicht. Auto! Hallo! Du bist es auch nicht? Nein. Lol. Viele, viele bunte Zombies. Fressen den Tudu. Nope. Kein Auto für mich. Very schade. Dafür habe ich jetzt dick Zombies am Arsch hier. Oh mein Gott. So, wo komme ich raus, wenn ich dieser Straße folge? In Mogli. Oh Gott. Mogilevka. Da gibt's nichts. Und da ist die Burg. Oder das Schloss. Ist da eine Burg oder ein Schloss? Ist da oben jemand? Nee. Ich glaube, das ist... Ich hoffe, da ist niemand. Irgendwie habe ich das Gefühl, an der... Nee. Nee, da ist keiner. Das wäre jetzt hier richtig mies gewesen.
Wenn mich hier dann einer runtergesnipert hätte. Nix, 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 nix. Der Hauptstraße muss ich folgen. Um nach Mogilewka zu kommen. Dieser Trampelpfad führt... wohin führt denn der? Keine Ahnung. Hä? Ich hab die Orientierung verloren. Jedenfalls steht hier kein Auto. Aber hier kann ich meine Zombies abschütteln. Ich laufe straight südlich von Mogilewka. Ne, von Wisch. What the fuck? Ich hab mich total vertan jetzt. Naja, im schlimmsten Fall komme ich an der Südküste raus. Und ja, dann können wir ja Tscherno aufräumen. Was ist das? Keine Ahnung. Wie ich mich immer verlauf. Trotz Map und Kompass. So ein Noob, dieser Tudu. Wieso bin ich auf einem Trampelpfad? Der nach Süden. Ach, da bin ich! Wie komme ich denn da hin? Ich bin bei diesem Feldweg, der nach Little Hill führt. Oder dran vorbeiführt. Wie kacke ist denn das? Moment, ich zeig's euch mal auf der Ingame-Map. Dass ihr wisst, wie derbe ich mich schon wieder verlaufen hab. Und ich hab mich mal in Tscherno, auf Tschernorossa ausgekannt. Wie crank ist denn das, dass ich mich hier jetzt andauernd so verlaufen kann? So, da waren wir. So wollte ich laufen, um da rauszukommen. Ich bin da gelaufen und bin dann da abgebogen. Ja, und jetzt laufe ich halt straight nach Süden darunter. Und komme dann irgendwann genau in Tscherno raus. Hoffe ich. Nicht, dass ich noch eine früher abgebogen bin, weil dann ist es nämlich eine Sackgasse. Mensch, ein Fahrrad wäre so geil. Ich würde meinen kompletten Rucksack für ein Fahrrad geben. Mitsamt Inhalt. Das ist wie bei Pokémon. Wenn man die Turbo-Treter da bekommen hat oder das Fahrrad. Ah, dann ist es so geil. Nicht mehr so blöd langsam rumlatschen, sondern... Zack, rumheizen und schnell bist du von A nach B. Und hier musst du laufen wie ein Gestörter. Ich laufe mal ein bisschen so in Deckung. Kann ich nicht. Ich wollte ja straight südlich laufen. Also muss ich quer übers Feld. Aber ich fühle mich eh schon wieder zu sicher. Also von daher ist es vielleicht ganz gut, wenn ich ein bisschen Risiko gehe. Weil mit etwas Glück fängt irgendwo irgendjemand an, auf mich zu schießen. Und da werde ich wenigstens wieder vorsichtiger. Ich will ein Fahrrad, verdammt.
Oder meine Heli-Crash-Site wäre auch mal wieder was Cooles. Vor allem eine, die sich lohnt. Boah, eine FN-Fall. Oder FN-FAL. Ich nenne sie Fall einfach. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Ich glaube, richtig sagt man dazu FAL. Oder FH. Nicht H. FAL. Aber ich sag einfach Fall. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Wald, ein Häuschen. Draußen im finstern Wald, da wollte er eine Bimberdormeiz, war es da recht kalt, draußen im finstern Wald. Zeit für eine kleine Fränkischstunde. Nürnberg in Franken heißt Nürnberg. Nürnberg. Dann das Brötchen, allgemein bekannt auch als Semmel. Sagt man hier Weckler. Was gibt's noch? Der Kuchen. Eventuell auch bekannt als Weichgebäck. das ist hier der Kong. Ja, und viel mehr fällt mir jetzt gerade auch gar nicht ein, weil ich nicht wirklich viel am Fränkeln bin. Außer, was ich mir von vielen Nicht-Nürnbergern anhören muss, dass ich mein R so rolle. Rollen. Pirat. Zigarette. Keine Ahnung, ob da was dran ist. Ich finde, ich sag das R ganz normal. Aber, ja. Wieso gibt's keine chinesischen Piraten? Kennt ihr den schon? Weil die kein R machen können. Ah, 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 ah. Der war so witzig. Ich scheiß mir ins Gesicht. Okay. Ich bin mir echt ganz schön sicher meiner Sache, ne? Warum nehme ich überhaupt auf? Ich laufe nur durch den Wald. LOL. Tut mir leid, Leute. Ich nehme jetzt mal wieder auf, weil ich jetzt schon wieder sehr nah an Tscherno bin. Weil hier schon wieder dieser Drecksturm ist, wo ich schon mal übelst weggeballert wurde. Oder schon mehrfach. Und weil hier jetzt die heiße Phase losgeht, sage ich mal, nehme ich jetzt hier auch schon wieder auf. Ah, viel zu überbelichtet. Ah, ist das eklig. Alles so weiß. Dann hoffen wir mal, dass sich das lohnt hier. Schon mal erstmal die gefährlichen... Lol. Das war nicht die B-Taste. Da ist die B-Taste. Die gefährlichen Locations schauen wir jetzt mal an. Aber ich kann niemanden sehen. Ich kann niemand, keine Feind, kann ich entdecken. Dann rennen wir mal weiter ein Stückchen. Vielleicht ist eine Cheater auf die Hotel International. Aber da ist auch keiner. Auch hier nicht. Niemand da. Wunderbar. Dann wagen wir uns mal nach Hause. Nach Good Old Tscherno. In der Hoffnung, nicht dahin gemetzelt zu werden. Da steht jetzt nicht jemand im Treppenhaus, oder? Nee.
Ich bin Zombie, ich sehe dich sofort. Zickzack. Hier an dieser, an diesem, ja doch, das war hier, wo mir diese russischen Cheater mal begegnet sind, die dann mit diesem schwarzen SUV gekommen sind. Da war ich auch halbwegs gut ausgerüstet und hab mir deswegen total in die Hosen geschissen. Also ich brauch's mir gar nicht anschauen, weil ich brauche nichts. Ich könnte nur so langsam mal was knuspern und was trinken. Krankenhaus. Da glaube ich, stelle ich mich mal hin. Ja. Ich fühle mich sicher. Om, 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 om. Ach, scheiße, ich hatte ja noch normales Fressen. Hätte ich nicht eins meiner guten Steaks verschwenden müssen. Aber jetzt habe ich wieder mehr Farbe. Also. Kein Stress. Tor geh auf. Soll ich da reingehen wieder? Bin mir noch nicht ganz schlüssig, wo ich dann jetzt mein Jagdrevier, sag ich mal, eröffnen soll. Am besten wäre es eigentlich, wenn ich mir keinen fixen Standpunkt suche, sondern einfach flexibel bleibe und immer mal hier, immer mal da bin. Aber von dem fixen Punkt hat man natürlich immer die bessere Übersicht. Vorteil. Und der Nachteil wäre, dass wenn du mal geschossen hast, solltest du recht zügig die Position wechseln. Was da natürlich dann nicht mehr so möglich ist. Hallo Spieler, wo seid ihr? Feuerwache sehe ich keinen. Ich habe auch noch keine Schüsse gehört oder so. Dann gehen wir mal in das Eckhaus und versuchen mal kurz was zu sehen. Komm, geh hoch. Lee Enfield. Ja, die Aussicht ist ja wunderbar. Scheiße. Nix. Nix. Lol. Du blöde Kirche. Ja, ist doch gut. Vielen Dank. Ich würde am liebsten da hoch natürlich. Da hast du den tollsten Überblick, aber es ist auch am gefährlichsten logischerweise. Ich bin weg.
Gibt's doch nicht, dass hier kein Schwein ist. In Tscherno ist doch immer jemand. Komm, macht mir nichts vor. Hallo, das ist Tscherno. Was? Guten Abend. Guten Abend, der Freundliche hier. Ist das jetzt eine Frage oder eine Aussage oder eine Feststellung? Ja, dann sag ich auch mal was. Hi! Ist das hier so ein Friendly-Server oder was? Dann wäre ich hier ja gerade ziemlich falsch aufgehoben. Aber es gibt im Moment wie immer nicht viele Tscherneros Extended-Server. Und darf man denn gefahrlos rumlaufen? Ja, der schreibt jetzt bestimmt, wo er gerade ist, der uns auch in die Falle locken wollte. Dann wissen wir schon mal, wo er ist. Ja. Server? Was ist jetzt passiert? Ach, so ein Bullshit. Hopp. Ach, dann halt nicht.